Es begann als große Sicherheitskampagne die Einführung des Freiwilligen Polizeidienstes vor etwa 12 Jahren in Hessen. Das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung sollte erhöht werden, ohne echte, aber teure Polizisten engagieren zu müssen. Ziel war und ist die Vorbeugung. Die Gegenwart von Uniformierten sollte Straftaten verhindern. Ob das geklappt hat, ließ sich nicht wirklich belegen. Mit den Jahren ist es ruhiger um diese Neuerung geworden. Und jetzt wollen einige Kommunen angesichts leerer Stadtkassen die freiwilligen Polizeihelfer sogar wieder loswerden. Sie kosten pro Stunde zwar nur ein paar Euro, dennoch zu viel, wie zum Beispiel Gießen meint. Erna Zenkow, 65 Jahre, und Peter Scholz, 69 Jahre, unterwegs auf Streife in Gießen. Fußgänger vor Fahrradfahrern schützen oder einfach nur helfen, den richtigen Weg zu finden. Der Pensionär und die Reinigungskraft sind gerne beim Freiwilligen Polizeidienst. Der Generalauftrag ist beobachten und melden. Und zum anderen Sichtbarmachung der Bürger, uns den Bürgern sichtbar zu machen, sag ich mal, um den Bürgern zu suggerieren, mitzuteilen, hallo, hier ist jemand, den du ansprechen kannst. Ende des Jahres ist damit Schluss. Das Problem für die Stadt Gießen: Peter Scholz und Erna Zenkow machen das zwar freiwillig, aber nicht unentgeltlich. 7 Euro pro Stunde bekommen sie fürs Beobachten und Melden. Für mich dieses Geld ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke, das ist auch so wichtig, weil ich mache eine Arbeit und von dieser Arbeit bekomme ich auch Geld. Nicht ganz. Eigentlich handelt es sich um ein Ehrenamt. Das kostet die Stadt Gießen 30.000 Euro pro Jahr. Zu viel für eine Kommune mit leeren Kassen. Vor allem zu viel für ein Angebot, für das die Stadt eigentlich nicht zuständig ist. Hier werden wir Kommunen in die Pflicht genommen für Aufgaben, die nicht unsere Aufgaben sind, nicht unsere originären Aufgaben. Wir wünschen uns natürlich mehr Polizeipräsenz in der Stadt, aber dann bitte von gut ausgebildeten Polizistinnen und Polizisten. Für die Sicherheit der Bürger ist das Innenministerium zuständig. Und der damalige Innenminister hat sich auch den Freiwilligen Polizeidienst ausgedacht, aus gutem Grund. Ein Polizeibeamter müssen Sie etwa mit 40.000 Euro im Jahr ansetzen. Der Freiwillige Polizeidienstmensch, den wir auf 20 Stunden im Monat maximal beschränken, den können Sie mit maximal 2.000 Euro im Jahr sehr sinnvoll einsetzen. Sinnvoll ist der Freiwillige Polizeidienst zumindest aus Sicht des Ministers wohl. Erstens spart er Polizeistellen ein und zweitens die Kosten für die Hilfspolizisten. Die müssen die Kommunen tragen. Aber was dürfen Erna Zenkow und Peter Scholz überhaupt? Personalien aufnehmen, Verwarnungen und Platzverweise aussprechen. Nicht viel mehr als jeder andere Bürger. Wenn es ernst wird, dürfen sie nichts tun, außer die echte Polizei zu rufen. Denn nur die darf wirklich handeln. Für die Gewerkschaft der Polizei sind die Laienpolizisten nur eine Mogelpackung, um Kosten zu sparen. Wir wollen keine schleichende Entprofessionalisierung, sondern wir sagen, Polizei muss mit Profis gemacht werden, mit gut ausgebildeten Polizeibeamten und Beamten. Und wenn man dann quasi Ehrenamtliche in Polizeiuniform steckt, dann ist das nicht der Anspruch, den wir sehen, den wir für die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung haben wollen. Wo Polizei draufstehe, solle auch Polizei drin sein. Minimum 3 Jahre muss jeder Polizist in seine Ausbildung investieren. Die Schulung zum freiwilligen Polizeihelfer hingegen dauert nur 50 Stunden. Wie hier in Lampertheim werden die Freiwilligen vom Dachdecker bis zur Hausfrau auf ihren Einsatz vorbereitet. Ein wichtiges Lernziel: der Umgang mit den Waffen, Pfefferspray und Handy. Viel besser, viel besser. Bei der Freiwilligen Feuerwehr, die für ihr Ehrenamt gar nicht bezahlt wird, dauert die Grundausbildung 500 Stunden. Danach geht es mit Fortbildungen weiter. Auch für Steffen Brahm und Wolfgang Reinhardt aus Hofheim. Hier ärgert man sich darüber, dass das Ehrenamt Freiwilliger Polizeidienst bezahlt wird. Dann ist es ja auch das, was mittlerweile die Feuerwehren zu hören bekommen. Freiwilliger Polizeidienst wird bezahlt. Was bekommt ihr denn eigentlich für eure Leistung? Und es hat sich dadurch sozusagen etwas gewandelt, dass man nicht mehr glaubt, die Feuerwehr macht ihre ehrenamtliche Arbeit freiwillig unentgeltlich, sondern man glaubt auch, dass das ja auch nunmehr die Kommune belastet. Hier wollen sie kein Geld. Sie wollen nur, dass da, wo freiwillig draufsteht, auch freiwillig drin ist. Der Dienst an der Allgemeinheit ist ihnen Lohn genug. Im Team, in der Gruppe haben wir natürlich schon viele Leben gerettet. Sei es jetzt bei Bränden,
Personen aus Gebäuden evakuiert, gerettet über eine Drehleiter oder sei es einfach, indem wir bei Verkehrsunfällen die Personen aus dem Fahrzeug befreit haben. Für die Verbesserung der Sicherheit durch den Freiwilligen Polizeidienst gibt es laut der Faktorecherchen keine messbaren Belege. Der aktuelle Innenminister Boris Rhein bezeichnet es trotzdem als Erfolgsmodell. Sprechen möchte er darüber aber nicht. Schriftlich verweist das Ministerium auf eine Untersuchung der Universität Gießen. Die kommt zu dem Ergebnis, dass die Bevölkerung in den Einsatzgebieten diesen freiwilligen Polizeidienst nicht nur ganz überwiegend akzeptiert, sondern auch als Stärkung des eigenen Sicherheitsgefühls wahrnimmt. Gefühle statt Zahlen. In Gießen reicht das nicht. Wir können uns eine nur gefühlt bessere Sicherheitslage einfach nicht leisten. Deshalb wird es den Freiwilligen Polizeidienst in Gießen bald nicht mehr geben. Ob er hessenweit abgeschafft wird, hängt von der Regierungsbildung ab. Die SPD jedenfalls will ihn flächendeckend abschaffen.